Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beiden Seiten beleuchtet. Ihr kennt den Drill, zwei Content Creator, zwei Decks, zwei Perspektiven. Heute wieder in der March of the Machine, The Aftermath Edition. Hier auf dem Kanal seht ihr Sarkhan, Soul of Flame, den Dragon Brawl Commander. Und auf der Seite von Shibi seht ihr Nashi, Sultai, Reanimator, Ratten, Legendaries, so ein Combo-Ding. Ich will euch hier eben kurz beide Decklisten vorstellen und dann seht ihr, wie gesagt, eben meine Perspektive aus der Sicht von Sarkhan. Sarkhan, der klassische Dragon Planeswalker und so ist es auch als legendäre Kreatur. Es ist ein 1 rot-blauer Human Shaman 2-4 Mythic. Dragon Spells kosten 1 weniger und whenever a dragon enters the battlefield under your control, you may have Sarkhan Soul of Flame become a copy of it until end of turn, except its name is Sarkhan Soul of Flame and it is legendary in addition to its other types. Ja, und dann im Prinzip baut sich die Deckliste auch relativ von alleine. Ich meine, wenn ihr in die hohen Mana-Regionen schaut, dann seht ihr schon Dragon. Und hier auch, whenever you cast an Adventure or Dragon Spell, Lozan, Dragon's Legacy, deals damage equal to that spell's mana value to any target that isn't a commander. Dragon, mit Vorteilen, wenn Dragon Damage bekommen. Terror of the Peaks, Dragon, Skaken Hellkite, Dragon, Goldspan Dragon, sehr, sehr guter Dragon, genauso wie Glorybringer, sehr, sehr guter Dragon, Reflections of Lediara, macht aus jedem Dragon zwei Dragons, Kairi, Dragon, Ancient Copper Dragon, also ich meine, ihr seht schon, Ludlis, die Dragon Queen, ja, also die Mutter aller Queens, die Mutter aller Dragons, Entschuldigung, Dracuzet, Ancient Silver Dragon, und um da hinzukommen, brauchen wir natürlich ein bisschen Mana-Beschleunigung, ne, also da sind sowas wie Mindstone, Guardian Idol, Cold Steel Heart, Arcane Signet, aber natürlich auch Kreaturen, die Mana-Beschleunigung betreiben, wie zum Beispiel Magda, Brazen Outlaw oder Fearsome Whelp, einige kennen sie sicherlich aus Alchemy noch. Genauso wie Dragonlord Servant oder auch der Dragonspeaker Shaman. Also wir wollen, dass Drachen möglichst schnell das Battlefield betreten und dann einfach powerful über die gegnerischen Kreaturen, in dem Fall Shibis Sultai-Deck, drüber fliegen. Die Decklisten findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber bevor es losgeht, will ich euch noch einmal kurz die Deckliste von Shibi zeigen. Und hier haben wir sie auch. Nashi Moon's Legacy. Einmal Sultai-Mana für einen 3-4 Legendary Red Shaman Menace Ward 1. Whenever Nashi Moon's Legacy attacks, exile up to one target legendary or red card from your graveyard and copy it. You may cast a copy. Muss allerdings immer noch die Mana-Kosten dafür bezahlen. Und dann hat Shibi hier so ein Deck gebaut. Einfach ein Sultai-Good-Stuff-Deck. Das, was Sultai halt so macht. Gutes, effizientes Removal, wie zum Beispiel Eliminate oder Maelstrom Pulse oder so. Gute Hand-Disruption in Form von Sword Thieves, Inquisition of Kozilek. Ja, und dann einfach nur gute Karten. Fette Reanimator-Targets. Ihr seht hier, was in meinem Deck die Drachen waren, sind in Shibis Deck einfach die absoluten Fettsos, die natürlich nur darauf warten, reanimiert zu werden. Aber wie gesagt, die genaue Deckliste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein, wie es aus der Sicht von Sarkhan so läuft. Wenn ihr mal sehen wollt, wie Nashi so zieht, dann schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr nicht nur einen Link zu allen Decklisten, sondern auch den Link zum Video aus der Sicht von Nashi auf Shibis Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt zum Match wieder. Ja, guck mal, ey, wie das immer so läuft, ne? Auf deinem Kanal darf ich immer anfangen und auf meinem Kanal darfst du natürlich den Münzwurf gewonnen. Okay. Das ist doch nur höflich, habe ich ja gedacht. Ja, theoretisch also. Schon. Ja, du hast recht. Ich weiß allerdings nicht, ob ich ein... Doch, ich habe einen Keep, glaube ich. Ja, ich habe auch einen ziemlichen Keep. Also ich glaube... Also das heißt einen ziemlichen Keep. Also der ist halt okay. Ziemlich gekeept, sagst du? Das ist ein okay. Ziemlicher Keeper, ja. Plus minus Keep. Okay. Oh, Temple of Malady. Okay. Das ist schon mal nicht das, was ich oben sehen wollte. Oh, das ist jemand Länder? Okay. Ich habe übrigens keinen Stopp gehabt. Also falls du jetzt gedacht hast, mit einem roten Mana hätte ich einen Stopp, das war ein Fehler von Arena. Du spielst Bolt Tribal Deck, ne? Lightning Bolt. Ja, Sarkhan Bolt Tribal, genau, ja, richtig. Ja. Ich wusste ich. Okay, also nee, aber das war jetzt gerade, ich spiele immer Full Control, weißt du? Das ist ja, so, natürlich. Das ist so convenient, die ganze Zeit alles weiter zu klicken. Guck dir mal meine Länder an, ey, das ist doch... Huch! Oh, wo kommt der denn her? Das ist mir rausgerutscht. Boah, Kai. Boah, was? Ja, das tut mir leid. Was? Ja, okay. Ja, wenn es dir leid tut, ist ja in Ordnung. Ja, dann. So, ja, aber dann du. Ist okay. Ey, come on. Also, wir können ja mal hier spoilern. Das erste Video haben wir heute bei dir aufgenommen. Im Prinzip hast du schon ein bisschen mehr. Obwohl, wir haben ungefähr gleich viel Kreaturen abgeschossen, ne? Okay, ja, doch schon. Ich hatte auch nicht wenig. Ich spiele halt Sultai. Ich habe auch Interaktion, ne? Ist ja jetzt kein Geheimnis. Nee, ist kein Geheimnis, das stimmt. Okay, ja. Ich meine, Nashi kann den Sarkhan. Nee, Moment. Der Sarkhan, der fliegt mir gleich ins Gesicht mit 5 Schaden oder so. Ich sehe es schon. Nein. Ich verspreche dir, er fliegt dir nicht mit 5 Schaden ins Gesicht. Er fliegt mit 4 Schaden auf Liliana oder so. Ja, mal abwarten.
Hey, bin ich so durchschaubar? Was ist das denn? Ja, man kann doch jetzt. Ah, aber du hast noch ein Land. Verrückt. Krass. Ja, stimmt. Du hast ja angefangen. Ich bin immer. Ich, dadurch, dass ich eigentlich immer anfange, wundere ich mich gerade. Aber macht ja Sinn. Ja. Stimmt, wenn man schon so daran gewöhnt ist, immer Ja. on the play zu sein, ne? Es Also. ist in Wirklichkeit ja auch kein Die Roll. Also. Das ist ein harter Champion of Luxus. Wits. Er hat Okay. mich gerade nochmal umentschieden. Hätte ich vielleicht andersrum machen können. Na, ist eigentlich egal. Ja, aber ist nicht so schlecht. Nee, ist nicht so schlecht. Schmeiß ich das wirklich so ab? Das weiß ich nicht. Oh, Ist ich das gut, weiß was nicht. hast? Geht. Geht. Ich mach mal den hier. Oh, ich will eigentlich den Pull from Tomorrow nicht unbedingt abwerfen, aber. So, du hast aber recht gehabt. Oh! Ja, es ist für 4 auf Liliana. Nett. Nee, warte, das muss ich andersrum machen. Oh Gott, wie kann ich das jetzt nochmal umstellen? Oh, dieses. Das ist so komisch. Du darfst auf jeden Fall nicht Attack All drücken, irgendwie, falls Nee, du genau, mit diesem Exert, das ist echt ein bisschen. Exerten willst. Ja, Ja. das ist Boah, echt wie eine. oft ich schon Exert übersprungen habe in Ich. diesem Spiel am Das Anfang. Als ist. das gerade rauskam, so, ja, Ja, Attack und genau. dann so, Genau das. unangenehm. Genau das. Ja. Okay. Gut, aber Glorybringer, also immer einen Glorybringer zu haben, der dann halt dafür Ist sorgt, dass lächerlich, Nashi ja. umgeschossen werden kann, ist halt okay. Nee, ich habe gar nicht immer einen. Sarkhan ist ja nur einmal Glorybringer, also da musst du dir keine Sorgen machen. Ja, also Reanim ist doch jetzt eh irgendwie ein Fetzo. Ja, mache ich tatsächlich. Sopandriol. Ja, der ist nicht so verkehrt. Ich read mal ahead. Ja, read Ja, hole mal ich mir ahead. Magda, hole ich mir dann wieder, genau. Das ist Also doch bei gar mir wohl keine erst schlechte Magda Idee. angezeigt. So, Ja. und wie besiegt nochmal ein, wie besiegt jetzt ein rot-blaues Decken 8-10er? Jetzt kommt er erstmal zurück auf der Hand. Blink oder so. Ah, Ich kenne dich Gott, doch, hä? ey. Ja, ich kenne mich auch, aber ich hab das ja nicht. Nicht? Doppel Lightning Bolt. So in die Richtung. Boah, das ist ja Boah, völlig. Glorybringer Attack plus Bolt. Geht natürlich auch, ne? Also. Gott, das ist natürlich. Oh mein Gott, ist das unbesiegbar. Das ist ja völliger Wahnsinn. Viel zu gut. 8-10. Hättest den Alter, den Glorybringer mal Ding für jetzt behalten, ne? ja. Ja, das stimmt. Das wäre viel besser gewesen. Ja. Boah, was machen wir denn da? Okay. Tja, habe ich eine Wahl? Habe ich wirklich eine Wahl? Und wie viele Reanimator-Spells hast du noch? Ich glaube, ich habe keine Wahl. Ja, ist okay. Bist du 8-12? Habe ich keine Attacks. Ich versuch's Naja, mal. stimmt, mit Tech schießen ist schwierig. Stimmt, der verdoppelt ja auch bei dir. Nett. 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 Ja, nett ist aber auch nur. Nur nett, nicht gut Nett ist genug. aber auch nur nett, Okay. ja. Paar Schuhe für den Sarkhan. Ja. Ja, der Okay. ist halt immer 8-12. Also, das ist für Damage-Based ganz schön unbesiegbar. Turn 5 und 8-12er Reach vor allen Dingen auch, ne? Muss er dann ja auch haben. Das war wichtig, ja. Deswegen ist der auch noch im Deck drin. Ne? Mit Reach ist okay. Theoretisch könnte ich jetzt auch angreifen. Ich muss ja eigentlich mal jetzt für 8 trete. Du trittst mich so für 6 bis 10 vielleicht. Ja, weiß man nicht. Ja. Ah, nicht angreifen gewinnt auch nicht das Spiel in der Regel. Ne? Ist ein Nicht, Klassiker. da hast du vollkommen weise Worte. Hast du schon mal überlegt, die in so einem Buch zusammenzufassen? Vielleicht so. Ja, vielleicht mal mit dem T-Shirt starten oder so, ne? Nicht, genau, ganz, ganz klein mit dem T-Shirt. Ja, genau, der geht natürlich auch. Der fliegt aber nicht. Nee, das stimmt, der fliegt gar nicht. Ja, ich versuche halt gerade nur Sachen zu legen, die mehr als 4 Widerstand. Ja, wobei, ne? Sobald der Glorybringer angreifen kann, habe ich eh meinen Combat-Trigger vom Dominus, aber habe jetzt nicht so die Auswahl. Oh. Das Warcrafting. Ja. Ja, aber das ist auch nicht so geil. Scarab God einfach zu auch sehr big. Zu auch sehr big, ja. Ich glaube, ich muss eine Runde nicht angreifen, wenn ich den lege. Ja, genau.
Ist er auf jeden Fall. Ja, Der ist, okay. hat ein bisschen Power auf jeden Fall. Gott. Okay, ja gut, das soll ich großartig machen. Ich lege den hin und dann. Ah, warte mal, nee, ich kann den für x gleich 5 legen, das stimmt. So. Für x gleich. Ah, okay. Ja, klar kann ich Sakan zu einem Shivan Devastator werden lassen. Ich Der glaube, wird dann 0-0, der Sarkan, ich ne? Das lasse hätte das man auch mal einfach machen mal können. sein. So, wie kill ich denn jetzt 36-12er? Erklär mir das mal. 36 ist auf jeden Fall fair, finde ich. Interessant. Ich sehe auf jeden Fall interessante Sachen hier. Ja. Also mein Time Warp hat bisher nichts gebracht. Das ist irgendwie ein Lappen gewesen. Ja, okay. Ich glaube, das muss ich mal blocken, oder? Den kann man blocken. Den kann man blocken, ja. So, ich habe kein Out, glaube ich. Ah, oder vielleicht? Der ist auch nicht schlecht. Ah, das, du bist auf jeden Fall kein Out. Du bist ein Lappen. Oh. Ja, okay. Mana ist da, aber ja. Ja, ah, bei dir sind allerdings auch 54 Power. Also bei mir ist Mana, aber bei dir sind 54 Power. Das ist nicht schlecht, ne? Feels Batman. Ja. I don't know. Ist das nicht schlecht? Weiß ich nicht. Wie viel Lebenspunkte Das hat man nochmal? ist Spielen wir Yu-Gi-Oh? relativ. Ey, mit 4000 Lebenspunkten wärst du jetzt noch safe, Ja, oder? wäre ich Ich jetzt glaube, 4 sind's, einigermaßen ne? okay, ja. Dann hätte ich aber Top Deck Exodia gemacht, ey, ganz entspannt. will der? Nee, so semi-safe kann ich es ja trotzdem spielen, ne? Ja, ich mach mal so, glaube ich. Dass du auch keinen Drachen im Friedhof hast, den ich mit dem Scarab-Gott wiederholen kann, ist auch extrem frech. Super unlucky für dich, ja, stimmt, du hast recht. Super unlucky hier Mein alles. Gott, ey. Ich müsste dir mal echt, glaube ich, reich dir. Demnächst, wenn wir uns sehen, dann bringe ich dir mal ein paar Taschentücher mit. Wie unlucky du Ja. in diesem Spiel warst. Ja, besser wäre das. Doch, So, besser wäre jetzt das. aber, Reverse Rebuke, one time. Rivers Rebuke wäre relativ gut, ne? Ist es gar Aber nicht nicht. lethal. Es war tatsächlich ein Mountain. Da du mich nächste Runde für 15 Quadrillionen angreifst, erspare ich uns mal dieses Gescheppere und concede mal Runde 1. Ist in Ordnung. Good GG. game. Meine Güte, sind die krass, die Viecher von dir. War okay. War okay. Okay, ja gut. Also ich glaube, ich meine, ich bin on the play. Ich glaube, ich muss das halten. Aber das ist halt wieder davon abhängig, was du mit meinen Kreaturen machst. Und ich bin da, ich weiß, dass du immer fies zu meinen Kreaturen bist. Gucken wir mal. Ah, komm, ich versuch's. Ein Keeper muss sein. Ich auch. Ein Keep ist es auf jeden Fall. Na gut, dann schauen wir mal, was du so zauberst. Fatal Push ist schon ready für deinen Oh, Mana mach das Goblin. mal nicht. Okay, Leider sehr gut. nein. Okay, puh. Oh, der Ja, Welpe. der war so gut, als er das im Endstep Oh. gemacht hat, ne? Also die ursprüngliche Alchemy-Variante hat das. Die hat das ja im Der war. Endstep gemacht. Ja, der war okay. Der Der war echt in war wirklich Ordnung, ja. okay, ja. Der war nicht schlecht. So. Ja, jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was wir hier tun. Ja, Sarkhan droppen. Alle Drachen kosten nur noch einen Mana nächste Runde, so nach dem Motto. Ja, aber du Oder? lootest dann halt wieder irgendeinen Scheiß weg. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich meine, ich könnte. Ich weiß auch nicht. Ist das safer? Ja, Sakan droppen macht halt schon auch irgendwie Sinn. Ja, es ist schwierig. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja, komm, ey. Ich meine, wir spielen Sakan ja auch, damit wir ihn sehen. So, dann kannst du jetzt Ja. irgendwie destroy two target creatures with Genau, destroy two target creatures, genau. non-white Ja, Okay, oh Gott, den kann ich auf jeden Fall auch gar nicht besiegen. Das ist ich der habe Drache. keinen Reanimate-Spell, leider. Ja, noch nicht. Müsste ich Mana für bezahlen nachher mit Nashi. Oh, ey, sorry, ich kann den Sacker da nicht liegen lassen. Es tut mir leid. Cool. Ja, mach mal. So, okay.
Hm? Wie viel hat sie denn vorher gekostet? Ah ja, okay. Na gut, dann Attack für 1, wie ich das immer so mache. Und dann Ich meine, hier der mal Welpe den. hat jetzt schon zweimal getriggert, ne? Was ist das denn? Ist eine gute Karte. Dragon Shaman. Adventure Dragon Spell. Das ist auch eine schöne Einschränkung. Deals Oh. damage equal to that spell's mana value to any target that isn't a commander. Commander, ja. Ey, interessant. Ja, man muss halt, ich muss ja mal ein bisschen Sehr den interessant. Dragon Spirit hier rauslocken. Ach so, ich habe mich gewundert. Ah, jetzt habe ich, ich hatte gerade voll den komischen Fehler im Kopf, weil Lozard hat gerade 3 Mana gekostet und dann ist der Fearsome Web getriggert und dann hat er immer noch 3 Mana gekostet. Aber der hat 3 Mana gekostet, weil Zarkan auf dem Battlefield lag. Und dann wurde er wieder Ja, eins ja. teurer und jetzt kostet er wieder eins weniger. Ja, okay, macht alles Sinn. Macht alles Das Sinn. macht Sinn. Okay, suspicious stowaway. Stowed was away. Der stowed jetzt was away. Und zwar ein Land. Okay, Land. Länder sind da. Okay. Länder sind auf jeden Fall da. Looter. Okay. Oh, mit einem grünen Mana überlebt er vielleicht sogar Lausanne. Ah, oh, nee, 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 nee. Was laber ich? Offensichtlich nicht. Blöderweise hat Lausanne immer noch Mana Value 5, korrekt? Ja. Na, unpassend. Adventure oder Dragon Spell? Zarkan ist wenigstens kein Dragon, aber da kommt doch gleich auf jeden Fall. Boah, ey. Das Schlimme daran ist, dass das Ding halt weiterhin, ne, das wird ja von dem Welpen, die Fähigkeit wird ja einfach eingebrannt auf die Karte, ne? Der Das wird kostet jetzt für einfach immer 3. eingebrannt, genau, ja, Oder 2 richtig. jetzt in dem Fall. Super. Ja, ich Ja. brauche noch ein bisschen Tempo, brauche ich noch an dem Punkt. Ja, wir können doch erstmal was anderes machen. Vielleicht ist das ein bisschen angenehmer für dich. Also ich Mit greife halt Sicherheit, ja, mit Sicherheit. mit Mach mal. Sicherheit, ja. Ich mach's ein bisschen fairer. Ich spiele einfach erstmal Luttless, wenn das okay ist. Ja, oh, es ist angenehm. Oh, Oh, selten so ein 3 Mana angenehmes Play gesehen. Ja, Ja, genau. wow. 3 Mana 6-6 Dragon Queen ist schon in Ordnung. Also das kann man immer mal zaubern hier. Das ist das angenehmste aller Plays. Hätte ich auch gesagt. So, jetzt wird gelootort. Okay. Und fetzt so in den Grave, okay. Ja, oder nicht, oder doch? Wie stark sind die Drachen, die da rauskommen? 5, Fünf, 5 nur. fünf. Ja. Aber mehr nicht. Also, im Prinzip geht das. Okay. Jagel. Jagel ist stärker. Hast du Ja, vollkommen. Jagel ist stärker, das stimmt. Ah, ich hätte erst mal angreifen sollen. Stimmt, Stowaway kann immer. Ich wollte gerade sagen, kannst du wirklich angreifen? Aber ja, Stowaway lässt sich davon ja nicht lumpen. Ist eine geile Karte. Oh, okay. Ja. Ja, ich denke, Shelly betritt mal das Spielfeld. Okay, ja, das ist doch nicht verkehrt. Ist ein Anfang. Das Problem, die Luttless ist, ja, die, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, Kai. Wie viele Drachen kommen denn da jetzt dazu? Ich weiß nicht, ich glaube nicht so viele. Ja, mindestens Losan für 2. So wie es aussieht. Ja, ich muss mal kurz überlegen, ob man nicht vielleicht noch ein. Warte mal, whenever you cast an Adventure or Dragon Spell. Das heißt, ich könnte das wie folgt machen. Das ist jetzt Mana Value. Also 2. Okay, dann müssen wir es, glaube ich, so machen. Ja. Aha. Invasion of Tarkir. So, dann machen wir hier Submit 1 für 3. Und dann greift Luttless das Ding Ancient noch an. Silver Dragon. Eieieiei. Dann müsste der ja als Drache flippen. Und dann müsste das Nummer 2 Ja. sein. Nummer 2. Okay, your turn. Ja. Ja, komm, so schlimm ist das Board jetzt auch nicht. Also ich greife Nee, gleich also an. würden die nicht fliegen, hätte ich sogar noch was. So also nach dem Motto, Was? aber. Destroy all ground creatures. Ja, so ungefähr, aber puh. Ey, du hast immerhin noch 2 Loots. So ist nicht.
Da kann noch die Antwort kommen. Ja, genau. Also so wie ich auf dem Board bin, habe ich auch nur 10, 20, 30, 34, 44, 54 Damage. Du hattest gerade, glaube ich, mehr. Mhm. Liliana Death Magistay. Das macht leider nicht genug. Das geht dann wohl an dich, Kai. Beledros? Naja, Beledros reicht nicht. Nee, da gibt's gleich... Nee, das wäre mein Play, aber das ist kein Out, so gesehen. Nee, ich glaube, ich habe nichts, was so viele Flyer besiegt im Deck. Ja, jetzt gibt's ja erstmal 5 Shocks, nicht. Ne? Okay, nice. Ja, sehr cool. Dann haben wir noch einen Decider hier. Ja, so, good game, okay. Auf jeden Fall. Letztes Spiel entscheidet. Good game. So, ich weiß gar nicht mehr. Ah, wo gehen meine Trigger hin? Ah. Der Thundermaw ist ja auch noch am Start. Genau, der schießt jetzt noch mal ein bisschen was ab erstmal. Und dann Ludlis kann auch noch mal ein bisschen pumpen. So, ja. damit man es auch mal einmal genießen kann, die Drachen. Ja, das stimmt. Die Drachen in voller Montur für... Ist gegönnt. Müssten mehr als 17 sein. Müssten mehr als 17 sein, ja. 16, 16 sind 32. 39. Ja, 39, glaube ich, ne? Okay. Ja, 39. Oh, ganz entspannt. Oh, okay, ja, dann ein Decider. Auf die letzte Runde, ne? Weiter geht's. Das ist eine Starthand. Echt? Du hast eine Starthand? Oh, ich bin mir noch ganz unsicher. Meine Starthand... Ich glaube, das ist eine Starthand. Oh. Ja, ich glaube, ich habe auch eine. Ja, aber das dauert wieder ein bisschen länger für mich hier. Ja, komm, okay. Wir gucken mal. Ich brauche ein bisschen länger. Gerade mit dem Welpen ging es ein bisschen schneller. Okay. Der Welpe war dezent in Ordnung, ja. Oh, 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 oh. Und auch das ist ein Problem. Hier. Oh, ja, oh, was? Unklar. Ich brauche erstmal hier ein bisschen... Ja, das ist doch okay. Ein bisschen Card Selection. Jetzt mal ein bisschen was wegschmeißen. Ein Fetzo. Okay. Leider nein. Ah, was sagt das hier? Okay. Na gut, viel mache ich gerade auch leider noch nicht. Das dauert alles ein wenig. Oh Gott! ist nur im Friedhof, Kai. Ganz oh entspannt. Ja, aber die ist doch gleich nicht da. Ausrasten. Ich kenne dich doch. Nicht ausrasten. Du bist doch ein alter fiese Matent. Ja, okay. Oh. Guck mal, das ist doch noch absolut human hier. Ja, ist es das? Oh, kommt drauf an. Oh, gleich schön der Vektorglider, 2-3 Flygen, das ist mein Plan. Ja, gegen die Drachen. Das ist nicht ob schlecht. Ob du den aufhalten kannst, ja, mal gucken. Das ist schon nicht schlecht, der Vektorglider, ja, da habe ich auch ein bisschen Schiss. Ist ein guter. Was klickst du denn da so auf der Naschi rum? Ich krieg hier so Highlights rein. Ja. Was? Ich meine, es macht nicht... Es macht nicht viel, aber... Macht aber auch nicht wenig, sag ich mal. Ja, ich hoffe, es macht dich ein bisschen langsamer, aber ich glaube noch nicht so wirklich dran. That's my problem. Oh oh. Oh oh. Ja, nochmal blau, ne? Ja, hätte ich auch genommen, glaube ich. Ja, ist okay. Blau ist immer besser als alles andere. Ja, ja, dann habe ich ja hier den richtigen, genau, das stimmt. Okay. Ja, ja, der ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, der ist auch gar nicht mal so gut. Also, ich denke, der ist beides. Er ist halt da drin, weil er ein Drache ist. Also, es gibt schon bessere. Ja, es geht, ja, geht definitiv besser. Das ist wohl wahr. Ja, komm, zeig doch mal her. Weil mit was wird denn hier gearbeitet? Ja. Oh, aha. Ja, sehr ja. Interessant. Très bien. Ja, nee, auf jeden Fall mal hier den Drachen erstmal. Echt? Okay. Na gut. Schon. Na gut. Und spiel dann, das ist ein Sweltering Suns, ne? Ja, 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 genau. So genau. Okay, ja, gut, ja, 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 das ist ja nicht ja, schlecht. Ja, ja, aber gut, ja. Ja. Okay. Ja, das ist nur der Bait, dass du das ausspielst. Ja, ich muss es leider auch rausspielen, genau, und dann schippt direkt mein Drache da dran. Ah. Uncool. Na gut, okay. Du
geplant. Musste so gespielt werden. So, jetzt werden erstmal alle meine Drachen geexiled. Okay, na gut. Ja, du hast doch eh noch einen neuen Reanimate. Erzähl doch nichts. Okay, ja, das ist. Ich habe Nashi, ne? Wenn die nächste Runde angreifen kann. Ja. Jetzt kannst du wenigstens nicht Sweltering Suns plus Flame Blast Bolt machen. Sagen wir's mal so. Kann ich nicht. Das stimmt. Ja. Boah. Topdeckland ist der Plan. Okay. Das ist halt auch nicht. Das ist auch interessante Karte, die Reflections. Naja, in einem Tribal Deck kann man sie schon spielen, ne? Definitiv. Geile Karte. No. Sich ein Lanova-Elfen, ey. Das ist doch ein Land. Das ist doch ein Land. Ja, aber ich habe tatsächlich noch Kollege Arc Priest of Shadows. Oh Gott. Das dann, kann man doch mal rein sneaken. Dann brauchst du doch. Achso, warte mal, aber dann. Achso, dann kommt die ja trotzdem aufs Battlefield. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, cool. Love to see it. Love to see it. Ja, aber trotzdem, 10 Leben der Hellkite macht hier die komischen Drachen mit Eile. Ah, das ist alles ganz schön schrecklich, glaube ich. Ich versuche mich hier hart nochmal rauszumogeln, ey. Ja, Sarkhan, ist okay. Oh Gott. Oh, der war auch mal sehr frech im LKW. Der war mal relativ frech, ja. Der war relativ frech. Mhm. Verliere ich jetzt alle meine Länder eigentlich? Sekunde. Nee, tust du noch nicht, glaube ich. Im Endstep, im Endstep. Ja, genau. Hast du denn noch irgendwas? Okay, das geht alles. Ah, Toxril ist auch einfach nicht zu besiegen, ey. Meine Güte, was für ein Fetzo. Es ist immer noch besiegbarer als Sopandril oder wie auch immer diese Gottheit hieß, aber trotzdem tough. Ist schon. Moment. Ich habe das ganz anders auf dem Schirm. Achso, ich habe das für blau getappt. Ich war gerade kurz, warum triggert der Drache, wenn ich das Land tappe? Und ich so, was? Ja, ja. Alles gut, alles gut. Dann lass mich das mal so machen, eventuell. Oh, blaues Schneemann. Okay, nice. Ja. Ja. 5 Manos. Muss ich mal kurz reinschauen. Oh, das ist aber fair, ehrlich gesagt. Ja, leider sehr fair sogar. Okay, ja. Das wird hier unangenehm knapp, das Match. Ich habe eine. Ja, Mist, man sieht in dem Video nicht meine Hand. Nee, man sieht deine Hand nicht. Kann ich leider jetzt nicht sagen. Eins, ich habe eine geile zwei, Karte nachgezogen, aber. Zwei. Okay. Na gut. Zero Block, sagst du? Naja, aktuell. Müsste ich trotz Toxwell Lethal haben, oder? Natürlich nicht. Den müssen wir noch eliminieren hier okay. An der Stelle. Ja, verstehe ich. Sacrifice Underground River. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, auch definitiv. Kein Risiko hier. Ich meine, ich bin so halb tot. Also ich bin virtuell auf 1, ne? Mm. Flame Blast Bolt macht einen 1-1er und ich bin auf 1 ja. Virtuell. Nein! Nein! War das ein Top-Deck, Kai? Sag mir wenigstens. Nein, natürlich war das kein Top-Deck. Alles vorbereitet. Ja, klar. Ah,
einfach. Nein, das war aber richtig knapp. Es war ein Top-Deck, ja, ich geb's zu. Es war ein Top-Deck. Ja, ich geb's zu. Ey, fair! Aber fair. Geiles Match, ey. Gute Matches, absolut. Ja, die haben richtig Bock gemacht. Boah, krass, knapp war's dann. Also, war ich? Dingen, oh, Good Game nicht gedroppt. Oh, Good Game, natürlich, Entschuldigung. Ja, du wusstest doch, dass das. Also, ich hätte den Attack-All-Knopf. Das ist der Vorteil, wenn wir miteinander reden. Das sind schon Vorteile. Es macht auch nur Spaß, finde ich so. Ey, richtig geil. Ich finde das super spannend, dass wir, also wir wissen ja im Vorfeld auch so gar nichts vom Balancing. Ne? Also wie stark sind dann jetzt wirklich so die Decks nicht getestet, einfach 100 Karten gebaut jeder. Und dann sind es doch so geile und knappe Spiele, die da am Ende rausgekommen sind. Mega nice. Also fand ich super cool. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und vielen Dank, dass du das für die nächste Runde von beiden Seiten beleuchtet. Naschi hat auf jeden Fall viel Bock gemacht. Und bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.